ist Ronja und zusammen mit Officer Tops sind wir heute... Oh, wie holst du deinen Hund her? Ja, komm mal her, ich muss dir das zeigen. Das wir sind jetzt auf Polizeihundemission. Ja, wir sind bei Mad City. Da gibt es nämlich ein neues Feature, nämlich den Hund, den man hier hat. Du kannst ihn sogar einfach... Charlie! Ja, Charlie. So hast hieß du deinen unser Hund Charlie genannt? Ja, so hieß unser Hund früher. Ah. Hier kannst du einfach, musst du hingehen zu dem Hund und dann musst du... Adopt Dog! Ja, ja, ich will einen Hund, ich will einen grauen. Kannst du einen grau machen? Nö, geht nicht. Ich glaube, das musst du dir freischalten oder so. Ich nenne meinen Hund Billy. Okay, dann nenn deinen Hund Billy. Okay, so. Let's go, Billy! Los, komm mit hier, steig du ein. Du hast schon einen Streifenwagen, ich sehe. Ja. Okay, so. Bin ich drin? Ja. Sind unsere Hunde mit drin? Okay. Keine Ahnung. Ich habe eine Pistole, ich habe einen Taser und ich habe Handschellen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, das ist die beste Voraussetzung. Aber warte mal, bevor wir jetzt rausgehen, warte mal, steig mal aus. Okay. Ich hab nämlich was. So, bam! Mein Auto, mein persönliches Auto. Ich fand das Polizeiauto schöner. Ja, aber das Ding ist, dass hier das Auto schneller, weißt du, weil... Ist es das? Weil es getuned ist, ja. Oh, hast du es getuned? Ich hab's getuned, ja. Tops, der getunte Autofahrer. Ja, warte mal. Fährt uns nun. Ich denke, es wird einen Banküberfall geben. Lass uns die Leute in der Bank töten. Ja, lass uns einfach... Ja, genau. Ja, nee, Ronja, wir müssen die festnehmen, weil wenn du festnimmst, kriegst du... Das ist ein Superheld. Ja, der ist ganz schön zerstörungskräftig, den Superheld. Ja, okay. Das ist immer so. Das ist John, der das macht ist das normal. Jeden Tag. Ja. Ja, okay. Der hat neulich einfach so eine Tankstelle in die Luft gejagt, weil er den Kassenzettel nicht haben wollte. Ah, okay, I see. Also festnehmen sagst du, bringt mir Money. Ja, das heißt, du hast ja den Taser, ne? Ja. Wenn du das heißt, erst Taser, dann Handschellen. Ich glaube, das ist ein Krimineller. Und ist der Kriminell? Der ist kriminell! Ah. Der ist kriminell. Aussteigen! Ah! Oh nein! Wo bist du? Du kannst dich rausholen. Du kannst dich aus dem Auto rausholen, wenn du... Wie? Ah! Der geht da! Los, schnell hingehen und mit den Dings... Warte. Los, die Kleine, kannst... Ich bin dran! Es gab nur nicht. Kannst du noch festnehmen, oder? Nein, geht nicht. Aber man muss gedrückt halten, oder? Ja, man muss gedrückt halten. Ah, okay, ich hab nur einmal gedrückt. Aber die Hunde sind ja voll cool! Was machen denn die Hunde? Haben die ihn getackelt? Ja, die haben den getackelt, dass er irgendwie sich nicht mehr bewegen kann oder so. Oh, das ist praktisch. Okay, gibt's hier noch weitere Kriminelle? Ja, Alter. Oh, da kommt doch wer. Ich würde sagen, wir sind die Besten. Komm, steig sein. Ja, habe ich vor. Draufspringen und dann einfach E drücken. Ich will ja. Aber warte, ich glaube, es geht nicht mit dem Taser in der Hand. Kann man irgendwie nichts in die Hand nehmen? Komm, jetzt geht's, ja. Ich bin drin. Jetzt fährst du. Ehrlich? Ja, zum IW. Oder? Warte mal, dann machen wir so. Da, so. Jetzt kannst du. Ich dachte, ich war auch Passagier. Ja, keine Ahnung. Das war schon so. Gut. Okay, wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich sage, nachdem wir erfolgreich oder weniger erfolgreich den Typen jetzt umgelegt haben, machen wir uns auf den Weg. Was gibt's denn noch an gefährlichen Orten? Gibt's ein Casino? Lass uns zum Waffenhändler gehen. Es gibt eine Verbrecherbasis, da sind die relativ safe, da kann man zwar nicht reingehen, aber da kann man vorcampen und die Leute mal festnehmen, das mache ich ab und zu. Bist du ein Camper? Ja, das Lustige ist, du kannst einfach nicht davor... Glaubst du einer, der Spawncampt in Spielen und findet das dann gut? Nee, das ist ja kein Spawncamp, das ist ja so sozusagen, da können die hingehen und sich ausrüsten, sich erholen. Da sind sie sicher, guck mal, Sie sind sicher, aber nicht mit uns, denn wir lauern. Aber ich glaube, es ist gerade keiner drin. Ich glaube, die sind jetzt... Guck mal, vielleicht raubt jemand gerade das Casino aus. Das ist doch gerade nebenüber. Lass uns doch mal vorbeischauen. Die Pyramide wird ausgebaut. Ja, das die Pyramide. Blinkt. Oh, jetzt sehe ich es. Okay, die Pyramide. Eine Pyramide. Du musst aber aufpassen, du musst mal draußen vorwarten, weil die Pyramide beendet hätte und so ein Jump'n'Run. Wenn du da failst, dann stirbst du. Und alles klar, da warten wir dann draußen, habe ich gehört, weil Jump'n'Runs. Warte, da ist da ist einer. Da ist mehrere Kriminelle. Ausgestiegen, getasert. Wo bist du? Man ist irgendwie langsam. Ah, nee, ich kann schneller rennen. Oh, okay, ich sehe. Hey, der hat den Automaten. Oh. Oh nein, er schießt auf mich. Tops, er schießt auf mich. Hab ihn. Nice, ich bin tot. Los. Oh, kacke. Dann nehme ich ihn fest. Okay, gut. Dann erschieße ich ihn, wenn er festgenommen wurde. Mach das. Einfach. Okay, ich schnapp mir jetzt hier das Automobil. Okay, gut. Oh, es ist kein Automobil, was öffentlich zugänglich ist. Du kannst auch oben aufs Dach gehen, da kannst du mit dem Helikopter fliegen. Also wenn du einsteigst, dann siehst du, wie die Steuerung ist. Oh, ich nehme einfach ein Polizeiauto. Hier steht gerade eins. Okay, dann nimm dir das Polizeiauto. Ja, Ronja, eigentlich... Ich kann mir das Polizeiauto... Doch, kann ich.
Siehst du, du kannst auch, wenn du einfach auf Handy, wenn dein Handy öffnest, dann kannst du... Ja, da kann ich jetzt spawnen. Hier ist ein Verbrecher direkt vor mir, okay? Dann nimm ihn fest. Ich bin dran. Ich will mich nur ranschleichen, damit er mich nicht kommen sieht. Ah ja, okay. Das ist eine Taktik. Ja, das ist eine Taktik, die kennt man. Das ist so Undercover, oder? Nee, nicht Undercover, sondern... Ja, das ist Zivilstreife. Ja. Die sind Undercover. Irgendwie ist der Taser... Ey, wie prügel ich den aus dem Auto? Das bist nicht du. Hä, was ist? Ich sitze auf dem Auto von ihm. Ich glaube, er hat mich noch nicht bemerkt. Nimm die Handschellen und dann drück E. Da kannst du die Leute rausziehen aus dem Auto. Okay. Wenn die Handschellen... Da kannst du die rausziehen, dann musst du schnell zum Taser wechseln und die Leute tasern. Oh Gott. Hä? Ich erwische dich mit dem Taser. Ja, dann musst du einfach nur gucken, dass du auf ihn zuläufst und immer springst, weil das verwirrt die Leute. Wenn du springst, dann verwirrt die meisten Leute. Man ist so langsam. Ja, kannst Shift drücken, dann sprintest du. Aber nicht mit dem Taser in der Hand. Nicht? Klar, eigentlich schon. Irgendwie nicht. Ist egal, ich versuche ihn jetzt zu erwischen. Er ist so schnell. Man ist irgendwie echt langsam. Ich weiß nicht warum. Okay, also ich er hat das nächste Auto. Wo bist du denn, Ronja, damit ich ihn abfangen kann? Relativ an der Polizeistation. Er fährt jetzt Richtung Leuchtturm. Oh nein, er ist weg. Ich hole jetzt mein Handy raus. Wo ist denn mein Handyphone? Ronja, die beste Polizeibeamtin, die wir bei uns im Dienst haben. Es läuft immer gut. Ja. Aber mach dir nichts raus, Ronja. Du bist ja noch in den Anfängerjahren. Richtig. Ich als gelernter Polizist, der Verbrechensbekämpferung, deswegen... Mhm. Bekämpferung. Ja, Bekämpferung. Das passiert öfters hier. Also, dass Leute ausbrechen und so weiter, ist ja überhaupt nicht das Versagen der Polizei selber, sondern da sind die... Da sind die Sicherheitsmaßnahmen im Gebäude nicht gut gewesen. Ja. Das ist nicht meine Schuld. Ja. Okay, ich fahre nun wieder. Ich weiß nicht genau, wohin ich fahre, um ehrlich zu sein. Wo bist denn du? Ich weiß es nicht. Hier sind so blaue Gebäude. Hier ist so ein bisschen Fabrik. Ich fahre jetzt blaue Richtung Gebäude. Einer Pistole. Weißt du was? Ich fahre jetzt Richtung Stadt, okay? Okay. Wollen wir uns bei den Pyramiden treffen? Ja, lass uns bei der Pyramide treffen. Okay, das ist gut. Ich glaube, noch keiner ausgeraubt, weil irgendwie. Ja, aber es blinkt. Ja. Okay, ich bin bei der Pyramide. Dann warte da kurz, ich bin auch gleich da. Ich bin jetzt durch den Haupteingang rein. Ich lauere hier, dass die nicht rauskommen. Okay, hier ist eine große... Oh nein, wow, ich sehe das Jump'n'Run. Wo sind denn die Verbrecher? Also hier wurde eben gesagt... Hier ist so ein Flash, der läuft gegen mich. Ich glaube, der ist... Ich verstehe das nicht, es blinkt, aber es ist nicht... Es wird gar nicht ausgeraubt. Nee, du kannst reingehen und so. Ja, ich weiß, aber ich sehe da gar keinen. Bist du da? Ja, ich bin hinter dir. Okay, ich bin jetzt drin. Aber hier ist keiner, hier sind nur diese Bälle, nicht, die schwingen. Nicht springen. Wieso dann ist der nicht? Typ da. Lass uns warten, bis Leute kommen, weil hier kommen Leute rein. Weißt du, so. Okay. Weil eigentlich wird das so ausgeraubt. Deswegen kann auch sein, dass hier jemand drin ist, der versteckt euch am besten hier hinter der Wand, weil sonst, wenn die reinkommen, wenn jemand kommt, dann haben wir die Taser-Handschellen-Kombo, ja? Ja, und pass auf, von der Richtung könnte auch einer sein, weil es wird ja überfallen, deswegen, Oder vielleicht hat jemand das überfallen. Vielleicht hat es überfallen, ausgelöst ist jetzt vorbei. Ist gestorben. Oh, das kann sein. Ich glaube nämlich, hier ist keiner. Da unten ist Lava, sagst draußen, du. Ne? Warte mal. Da müssten auch welche hier draußen sein, die wahrscheinlich aber auch... Aber da draußen sehe ich keinen. Ah. Warte, ich komme mit zu deinem Auto, weil dein Auto birgt besser als mein Auto. Wie hast du denn die Sirene angemacht? Du kannst F drücken und so, dann geht das on, aus. Oh. Kannst sogar, wenn du getankt hast, kannst du sogar Nitro verwenden. Oh, das ist nice. Ja, Ach, Ronja. Was denn? Du musst noch eine Menge lernen, Ronja. In Mad City. Ich bin doch kein großer Mad City Profi. Ich habe noch nicht so viel gespielt. Das ist, glaube ich, mein Problem. Ein, zwei Moderatoren von uns, die also auf dem Discord, die spielen das Spiel wirklich legit. Die spielen das irgendwie jedes Mal, wenn eine neue Season raus ist, bis Level 100. Oh Gott. Warte, da hinten also ich bin Rang 1, wenn es hilft. Pikachu ist auch ein Polizist. Ja, Pikachu ist auch ein Polizist, ich würde gerade sagen. Ich dachte auch, es wäre ein easy Pickup für uns, aber Pikachu war leider auch ein Polizist. Ja. Okay, Okay, hier ist eine Wand. Wo ja, sind denn die ganzen hier, Kriminellen? Guck mal, es gibt da kaum noch. Also es gibt, es sind glaube irgendwie, es sind richtig viele... Oh, was viele, ist das denn hier? Gefangene, das hier? Das hier ist so eine Musikstudie, da kannst du dich nicht nämlich nach oben hängen. Aha. Du musst aber aufpassen, da kannst du sterben. Weil. Das ist irgendwie so ein Common Theme, oder? Weil alles ist so, ja, da musst du aufpassen, da kannst du sterben. Oh ja, hier, da kannst du auch sterben.
Aua, pass auf, dass du nicht okay. in den. Wo ist eigentlich mein Hundi? Kommst. Ich sehe nur deinen Hundi. Ja, du hast wahrscheinlich deinen nicht adoptiert, als du gestorben bist, oder? Oh nein. Ich habe keinen Hund mehr. Mein Hund ist tot, ich bin tot. Mein Hund bellt? Nein, ich war im Lichtkreis. Ich habe versucht rauszulaufen, aber es hat mich verfolgt. Da kannst du jetzt wenigstens sein. Guck mal, jetzt kannst du deinen Hund. Aber das war Absicht. Oh nee, ich bin beim Helikopter gespawnt, den muss ich jetzt nehmen. Ja, den. Hey, ich will mit dem Helikopter fliegen. Okay, mit E geht's hoch. Mit Q geht's runter. Wie geht's nach vorn? Ah, okay. Wo ist mein Hundi? Hundi, bist du da? Oh, Hundi ist da. Okay. Ich hab Spaß am Helikopterfliegen und du so. Echt? Ja. Ja, kommst du wieder zu dem Ding? Ich weiß nicht, ob jetzt war hier das, noch Leute drin was sind oder war nicht. Das, war das diese Musikscheibe? Ja, das war die Musikscheibe. On my way. Die Schallplatte. Ach, die Schallplatte. Das ist mehr als CD gesehen, aber... Oh. Ich bin quasi gesagt, da. Dass ich den Reifen kaputt machen kann. Ja. Überlebe ich den Fallschaden, wenn ich einfach gleich aus dem Helikopter springe? Oh, weia. Mist. Ich habe meinen Helikopter verloren. Boom! Da habe ich ihn. Okay, so. Bam. Ich bin auch dabei. Okay, der Typ, der ist jetzt... okay, das ist der Einbruch. Der Einbruch ist so vorbei, jetzt wo du da bist. Toll! Ich sehe dich immerhin. Ja, ein neuer Morgen, wie schön. Ja. Da, hier. Ich komm, warte. Da, wir das holen uns jetzt Donuts. So, wir holen uns Donuts, das finde ich ja. gut. Aber ich habe früher, ja, ich hatte nicht, mit Freunden, weil wir irgendwie nach der Schule immer richtig lange auf den Bus warten mussten, haben wir uns jeden Donnerstag immer Donuts geholt. Wir haben es Donut Donnerstag genannt. Oh, das fand uns richtig witzig. So Donutladen? Oh, nee, wir Donuts. Haben die einfach irgendwo beim Bäcker geholt und dann haben wir uns immer irgendwo reingesetzt und haben die gegessen. Ja. Lol. Aber es war super. Ich hab jetzt Bock auf Donut, ey. Ich habe lange keine Donuts mehr gehabt, aber welche Donuts magst du am liebsten? Ich mag die mit der Schokoglasur. Okay, das ist gut, weil ich mag alle anderen nicht. Ich mag nur die mit der Schokoglasur. Anderen, ja, ich weiß nicht. Die anderen sind irgendwie, so, weißt du, so gefüllte oder irgendwas. Warum? Ja, gefüllte könnte ich mir vorstellen, dass das gut schmeckt, aber ich möchte das nicht so extrem gefüllt haben. Ich möchte nicht Angst haben, dass ich mich bekleckere. Richtig. Weißt du, weil, also die sind zwar lecker vielleicht, die Füllungen. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, okay, das kann sein. Ich habe noch nie einen gefüllten gegessen, aber irgendwie... Für mich war Donut nie so trocken, dass ich eine Füllung gebraucht hätte. Es war einfach nur, ich hatte die Schokoglasur und das hat mir gereicht. Ich kenne die Donuts, die so richtig fettig sind. Warte, yeah, ja, genau. Die sind ja frittiert, deswegen sind die ja. Alles klar. Huch, was machst du denn? Mal. Ich fahre rückwärts. Okay, und das machst du gut. Das musste ich letztens im Real Life machen. In so einer richtig engen fahren. Straße. Neben musste ich so hin und her fahren, damit ich wenden konnte. Und das war furchtbar. Du das mit dem Helikopter? Bist du einfach raus? Ja, wir reden einfach nicht darüber, wir sagen dem Chef nicht, weißt du? Das hast du nicht gesehen, Tobs. Ja, das ich bleibt nicht unter uns. Du sagst auch nichts wegen meinen Fahrkünsten. Alles oh, klar. Die räumen mich hier gerade aus. Oh ja, Jackpot! Ja, also das denken die sich jetzt vielleicht, aber wir sind hier die Oberprofis. Wir sind die Oberprofis, vor allem wir. Wir ja. als Team. Ja, wir sind, also ja, ich bin, also... So, oh Bayer. Die Ballern! Ah! Die sind weit weg. Pass auf, die müssen... darfst nicht drüber, du darfst nicht über die Laser. Ja, ich weiß. Die nehmen den fest. Ich komm nicht ran. Ich schieße jetzt einfach von hinten drauf. Die haben ihn festgenommen. Bam. Ich töte ihn jetzt. Ja, das ist sowieso das Asozialste, was du machen kannst. Du kannst die Leute festnehmen. Ganz ernsthaft. Ich bin... Okay. Leute, Freunde, ich glaube, du hast heute okay, ich habe viel gelernt. Ja, du hast viel gelernt im Praktikum. Was würdest du denn sagen? Ich bin immer noch Rang 1. Ich würde sagen, ich fand's doof, dass sie meinen Hund mit in den Tod gerissen haben, als sie mich getötet haben. Abgesehen davon war es erfolgreiches Game. Ja. Ich bin scheinbar kein Profi, so wie du, aber das ist in Ordnung. Ja, da kommt man noch rein. Da kommt ich glaube, man noch du musst rein. Einfach nur Zeit reinsetzen. Zeit, Geld, Schweiß, Blut, Seele. Zeit, Geld, Schweiß, Blut, Seele. Okay, ja. Gut. Das sind die... Ja, das sind die drei O's, die du dir merken musst. Okay, gut. Na ja, gut, dann war's. Auch wenn ihr nicht mit O anfangen, aber... Was? Stimmt. Okay, dann war's für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.